Vielleicht hat er im Kinski schon einen Toaster gebastelt selber oder so, ich weiß nicht. So ein Toaster. Mein Name ist Marc Hauser, ich bin 23, arbeite als Konstrukteur für den Coop in Schaffisheim. Ich wohne in Basisdorf und spiele mit uns Uni-Hockey. Claude Bülach, Jets. Er ist immer gut drauf. Er ist immer positiv. Ja, das stimmt. Er nimmt auch mein Fasnachtskuchen mit. Das stimmt. Das sind Quinti. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich glaube, er schaut, dass die Maschinen laufen einfach. Ja, und das Programm funktioniert. Ja. So ein bisschen in diesem Stil irgendwie. Man zeichnet technische Sachen. Das kann bis zu einer riesigen Anlage, die Bäckerei, Konditorei beinhaltet, wie ich das zum Beispiel mache. Wenn mal nicht etwas läuft, dann muss er oben dort gehen und den Touchmeister machen. Mit einer Brille und mit seiner Checkliste. Wenn ich Sachen in der Produktion kontrolliere, dann mache ich einen Ausdruck im Büro, nehme den mit runter und dann tue ich mal vermessen, stimmt das auf dem Ausdruck, wenn nicht, tue ich die richtigen mal messen. Ja, kann man schon vorstellen, dass er bei der Arbeit eher genau ist. Wenn ich jetzt sehe, eine Anlage steht nicht 150 cm weg von der Säule, sondern 152. Dann gehe ich da nicht die Tüpfel schiessen. Die Säule muss weg. Er muss eine Lösung finden. Ja. Wenn wir in der Produktion arbeiten, dann ist es grundsätzlich nicht erlaubt, sich die Produkte einfach so zu nehmen, weil das würde man nicht aussenden in so einer grossen Bäckerei, wenn jeder überall reinlangt. Ich denke, er geht schon bei dir schnabulieren. Dort. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon erst. Mhm. Greift sicher mal ordentlich zu. Ich kann mir gut vorstellen, dass er lieber da unten ist als hier oben. Am liebsten an meinem Job im Moment ist effektiv das Zeichnen. Du bist ein Kind und denkst, ich werde mal Konstrukteur. Ich habe den Beruf ausgewählt, weil ich früher Lego-Steine zusammengebaut habe, bis zum geht nicht mehr. Unter anderem, weil es meine Brüder halt immer wieder kaputt gemacht haben. Da macht mir jetzt niemand mehr etwas kaputt, aber ich kann trotzdem wieder Maschinenteile zusammensetzen. Halt auf einer Zeichnung und nicht mehr mit Lego-Steinchen. Aber es ist im Prinzip für mich immer noch der gleiche Spass.